Marc Thürberg im Elfmeterschießen gewonnen, weitergekommen gegen Paris Saint-Germain. Das war ja ein hartes Stück Arbeit. Das war auch nicht anders zu erwarten. Ne? Also im Endeffekt habe ich die Jungs gesagt, wir haben es mehrmals gezeigt, auch in dieser Saison der Youth League, dass wir was Besonderes haben in der Mannschaft, vor allem jetzt auch international. Öfters mal in der ersten Minute weitergekommen und ich habe die Jungs gesagt, gegen City auswärts hat keiner auf uns geglaubt. Ich und die Jungs und das Trainerteam. In die letzten Spiele auch nicht, aber wir. Und ich habe die Jungs gesagt, ich glaube an euch. Also ich weiß, dass wenn wir diese eine Tag erwischen, dann schaffen wir das. Und ich muss die Jungs ein riesen Lob aussprechen. Gestern von 4 verschiedenen Mannschaften Spieler wohl gehabt, 3 verschiedene Mannschaften. Ein Trainingstag, anders System, anders Spielweise. Nicht von Philosophie her, aber schon von Grundordnung her. Mit und gegen den Ball. Und egal wie das Spiel ausgegangen ist, muss man sagen, das konnte man nicht sehen, dass es ein Trainingstag war. Die Jungs haben es hervorragend gemacht gegen den Ball. Mit dem Ball haben wir teilweise einen richtig tollen Fußball gespielt. Mehr an Chancen gehabt, dass die da eine oder andere Chance hatten, das wussten wir. Haben was angepasst in der Halbzeit. Dann wurden wir müde. Hat nicht so viel vom Spiel wie in der ersten Halbzeit, trotzdem die Riesenchancen. Dann haben wir auch umgestellt am Ende. Und da freue ich mich natürlich drüber. Ich sage immer, die Jungs, wir sollen Mut haben. Dann haben wir darüber gesprochen, im Trainerteam, trauen wir es zu, jetzt auch einen Schütze einzustellen. Cole Campbell von U17 kommt 2 Minuten rein. Ja, man darf da wahrscheinlich nicht erst sagen, aber er hat richtig Eier gehabt. Ich finde, wir haben einen Verein, das Ganze in der Set toll vertreten jetzt wieder. Und da können alle Trainer in der Set, alle Mitarbeiter können auf sich stolz sein, weil das ist nicht nur unsere Sache, sondern das ist eine Vereinssache. Am Endeffekt stehe ich natürlich jetzt als Cheftrainer und darf das Interview führen. Aber ich freue mich für sehr, sehr viele Leute heute. Sie haben im Vorfeld gesagt, es wird ganz viel darauf ankommen, wie viel Herz und Leidenschaft wir zeigen können. Das hat die Mannschaft ja heute gezeigt. Wie weit kann denn Herz und Leidenschaft und dann eben auch noch die spielerische Klasse, die Sie gerade beschrieben haben, wie weit können die diese Mannschaft noch tragen jetzt in diesem Wettbewerb? Ja, mit der Frage tut mir leid, ich mag das, kann ich heute nicht anfangen. Lass mich einfach freuen über den Sieg und was jetzt kommt, jetzt spielen wir gegen Hajduk zu Hause. Ich bin schon jetzt im Kopf, Samstag gegen Gladbach. Wir haben in der Bundesliga 2 Spiele noch, müssen wenigstens 4 Punkte holen. Das wird nicht einfach, aber ich freue mich darüber, dass wir in beide Wettbewerbe so erfolgreich waren bis jetzt. Und die Jungs dürfen sich heute freuen, morgen vielleicht auch noch. Und dann haben wir Samstag Gladbach. Aber es ist natürlich insgesamt ein sehr, sehr toller Abend für uns als Verein und vor allem in die Jugend. Vielleicht trotzdem ein Wort noch zu Hajduk. Überraschend vielleicht durchgesetzt gegen Manchester City. Wie sind die einzuschätzen? Vielleicht ein erstes Fazit zum Gegner. Ja, das Erste, was ich gesagt habe, muss das gehört haben. Ja, okay, weil die haben wahrscheinlich für 30.000 gespielt. Und große Kulisse und viel Druck und so. Das kann ich mir so durchaus vorstellen dort. Ich weiß nicht, wie das Spiel verlaufen sind. Ist mir jetzt auch egal. Vielen Dank, Marc Thürberg. Bitte.